Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Amnesia The Dark Descent. Ja, während dieser tollen Einrede konnte ich gerade meinen Timer nochmal kalibrieren. In der letzten Folge sind wir hier reingegangen. In dieser Folge laufen Bugs über unser Gesicht. Okay, haben sie in der letzten Folge auch schon. Und wir finden jetzt einen Weg in diesen neuen Abschnitt. Wir bewegen uns schleichend fort. Das macht mir jetzt keine Angst, weil ich das erwartet habe. Ich habe keinen Gegner gesehen, also denke ich, wir können uns hier schon hinstellen in das warme Licht dieser schönen Fackel. Ah, interessant, sieht aus wie eine Falle. Na gut, bevor wir das hier aktivieren, guter Platz zum Verstecken erstmal finden. Also so gehe ich die Sachen, glaube ich, jetzt ab jetzt an. Also erstmal Platz zum Verstecken suchen, dann Event auslösen und danach verstecken. Ach, das ist mir alles so. Es kommt jetzt drauf an, woher die Gegner kommen. Ich denke mal, sofern ich das. Oh. Cool. Ich denke mal, dass irgendwoher Gegner kommen werden. Jetzt kommt noch drauf an, woher. Ich denke mal, der Bildschirm geht wieder schwarz. Irgendwie meint Fraps manchmal, das nicht aufnehmen zu müssen. Ich weiß nicht, was mit Fraps los ist seit neuestem. Also, ob das wirklich so dunkel ist. Ich blockiere das hier jetzt mal stärker, weil ich davon ausgehe, dass da ein Gegner herkommen wird, wenn wir dieses Teil hier drehen. Was blockiert denn die Kurbel und die Rolle? Auf der anderen Seite? Geht das hier dann auch auf der anderen Seite weiter oder was? Oder ist das hier so? Ach, da oben hängt da was drin. Ja, hängt. Komm schon. Das kannst du rausziehen, Daniel. Das schaffst du schon, Junge, aber. So, und jetzt drehen wir an dem Rad. Was wir jetzt eigentlich auch schon tun. Komm schon, Daniel, drehen, drehen. Dreh, dreh, dreh das Rad. Nee, so. Nee, so. Ich muss mir das mal dringend angewöhnen, dieses Handling hier. So. Ist das jetzt offen? Ja, es ist offen. Dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen Laternenflüssigkeit mit. Und gehen hier runter. Sieht's hier mal wieder einladend aus. Ja, komm. Modriger Hauch der letzten 2 Millionen Jahre oder so. Das hier ist nicht gruselig. Gruselig sind normale Situationen, in denen irgendwas Gruseliges passiert und nicht irgendwelche außergewöhnlichen Situationen. Oh ja, Kellerarchiv, genau. Immer weiter in das Herz dieses Dungeons, dieser Festung. Er brach durch die Oberfläche das Wasser des dunklen Atlantiks, mach nahm ihn die Luft, als er versuchte, die Situation zu begreifen. Das Beste. Das Beste ist jetzt, dass ich jetzt außerhalb des Spiels auch was gehört habe. Warum ist hier Wasser? Nein. Ja, Wasser und Spiel vertragen sich nicht. Ach Gott, Wasser. Ja, komm, komm genau, komm, töte mich bitte, Dankeschön. Genau, töte mich. Ja, ist in Ordnung, komm. Genau. Scheiße. Hallo? Was ist denn das? Das Wasser will uns töten. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind gerade von Wasser getötet worden. Bleibt vom Wasser fern. Dankeschön, Spiel. Ihr seht gerade nicht, wie ich dem Spiel meinen Stinkefinger zeige. So. Wir haben was gelernt. Was ist gerade passiert? Ist egal. Wir laufen jetzt einfach. Wir laufen, 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 springen, springen und sind oben. Ja. Ich denke nicht, dass hier Gegner kommen werden. Das wäre nämlich wirklich richtig scheiße, wenn sie jetzt Gegner schicken. Das habe ich gerade aktiviert. Sieht irgendwie aus wie irgendwas, was nach einem Counter geht. Ach, ich gehe jetzt einfach mal hier. Und jumpe ein bisschen von. Ich habe so keinen Bock auf diesen
dieses Rumgerinnen. Also das ist jetzt wirklich, das hat nichts mit Horror zu tun für mich, das finde ich einfach nur nervig. Vor allem, weil ich nicht sehe, wovon ich angegriffen werde, das nervt mich ein bisschen. Hier, komm, friss den Scheiß da. Ach, ein bisschen Laudanum. Laudanum. Ende zittern, alles ist gut. Komm schon darauf, Junge. Nein, falsche Richtung, komm. Jump, jump hier drauf. Da, du Mistviech im Wasser, was auch immer du sein magst. Ich hoffe, du stirbst. Nein, komm, Daniel, da hoch. Nein, Daniel, schlechte Idee. Schlechte Idee, Daniel, drauf. Schlechte Idee, Daniel. Ganz schlechte hier drauf, komm, Daniel, genau. Guter Daniel. Puh, ja, egal wie merkwürdig diese Situation gerade ist, ich finde das irgendwie gerade jetzt schon gruselig. Also, mir läuft es etwas über den Rücken. Kalt. Was ist denn das? Komm schon, Daniel, da kannst du hoch. Genau, Daniel. Was ist schon hier? Kaum bei Bewusstsein. Ja, hier nimm ein bisschen Laudanum. Ist immer gut. So. Es müsste auch alles wie gleich wieder gut sein, Daniel. Ja, ich wette, das ist ein Timer-Teil, das wir da aktivieren müssen. Ach Gott, jetzt habe ich schon extra so Laudanum geschluckt und jetzt blöden die Wunden ziemlich stark. Ja, also ich denke, die Situation ist so einfach, wie bescheuert sie ist. Wir müssen dieses Tor hier, diesen Timer aktivieren und dann das Tor aktivieren. Meine Fresse. Ja, wir laufen jetzt, uns ist alles scheißegal, wir sind Daniel, wir laufen. Lauf, Schlampe, warum ist das Wasser schneller als wir? Wir laufen weiter, uns ist es scheißegal, wir sind kaum bei Bewusstsein. Wir ignorieren's fürs LP. Oh Gott. Warum tue ich mir das hier nochmal an? Wobei, wenn ich jetzt mal mir die Situation auf der Zunge zergehen lasse, komm Wasser, töte mich, genau. Jetzt weiß ich nämlich, was ich tun muss und jetzt macht's uns einfacher. Komm, kann ich das irgendwie skippen? Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Das wäre zu einfach. Und nochmal neu laden. Wir laufen gleich direkt. Ja, okay, wir machen's so. Wir laufen erstmal hier hin. Erstmal zum Laudanum. Ach, das Wasser kommt von hier. Ja, tja, Wasser, tut mir leid. Also, ich war schnell auf der Kiste. Da kannst du wohl nichts machen, außer heulend in die Ecke schwimmen. Oh Gott, komm schon, Daniel. Wieso ist das Laudanum weg? Wieso ist das Laudanum? Warum ist das Laudanum weg? Ist doch unfair. Ich hab hier gefailt, weil ich so schlecht war. Wenn ihr mir jetzt noch die Möglichkeiten gebt, gut zu sein, wie soll ich denn da das Spiel nochmal schaffen? Wasser folgt uns mal wieder. Wasser ist halt ziemlich anhänglich. Und jetzt würde ich mal sagen, gleich beginnt das Ernste, gleich beginnt das Wettlaufen. Wir gegen das Wasser, Wasser gegen uns. Scheiße. Also das hier sieht jetzt etwas merkwürdig aus, aber egal. Egal, ich darf mich nicht ablenken lassen durch sowas. Wir aktivieren diesen Mechanismus und laufen gleich los. Erstmal hier, von hier zu hier und jetzt hier drauf. Ein kleiner Jump nach da und weiter geht's, hier hin, hier ist es gut aus und wir sind drauf. Das Wasser wollte uns erreichen, schafft es aber nicht, weil wir zu schnell sind. Wir sind zu gut, wir sind... Denn... Komm schon da, ey, warum kann er da nicht hoch? Okay. Scheiß Wasser, verrecke Wasser. Ja, das kostet alles wertvolle Scheißzeit. So, und jetzt hier auf die Kisten und jetzt hier nochmal einen Jump und jetzt hier durch. Und jetzt hier drauf und jetzt hoffentlich bleibt das Wasser auf der anderen Seite. Nicht, natürlich nicht. Wer hätte damit gerechnet, dass das Wasser einfach nicht durch Wasser, durch so ein Ding durch kann? Nein, das Wasser kann da durch. Tja, Wasser, so blöd bin ich dann doch nicht. Haha. Ah, gut, ein bisschen Lampenöl. Immer schön. Wäre doch gar nicht vielleicht, wenn wir durchs Wasser schleichen würden, ob es dann besser geht. Das Wasser steht direkt neben uns. Wenn wir jetzt losrennen, sind wir tot. Also was machen wir? Genau, wir rennen los. Ja, komm. Zünde mal deine kleine Fackel an, Daniel.
Ich würde sagen, an der Stelle hier beende ich die Folge etwas früher als normalerweise. Warum? Deswegen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin. Ciao.